Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer ersten Achtern-Partie. Also, nachdem ich jetzt zum dritten Mal wieder Achtern geworden bin. Bin lange Zeit nicht zum Spielen gekommen, aber heute hoffe ich mal, dass es klappt. Und ja, der Gegner ist auch Achtern, war aber vorher Neundan. Er wird also sicherlich nicht leicht. Hier greife ich ja gerne mal tief an. Und gucken wir da mal an, was er spielt. Sowas, okay. Dann, was mache ich dann? Weiß ich doch schon wieder nicht. Shimari. Hier. Machen wir den. Auch wenn das später mal viele Probleme geben können hier. So, was haben wir hier jetzt? Hier würde ich mal ein Kusumi spielen. Und dann weiß ich aber nicht, greife ich den. Ah, er spielt sogar selber zuerst irgendwie da. Okay. Dann ist ja alles Last kill gut. Yomi. Was? Um Gottes Willen, nur einmal 30 Sekunden. Na, da wieder nicht aufgepasst. Greife ich mal hier an. Weil das war ja eigentlich so eher der Zug, den ich von ihm erwartet hatte, da zu spielen. Gegnerspunkt ist ein eigener. Muss es also sein. So, kann ich jetzt hier spielen, um danach dann da zu spielen? Wenn ich den Cent bekomme, bekäme, was auch immer. Oder ich spiele hier und sage, ich baue da was auf und das hier hilft mir hoffentlich irgendwie dabei, das Entwicklungspotenzial von dem Stein hier so ein bisschen ja, aus der Stellung zu nehmen. Strecke ich dann hier auch weiter oder spiele ich erstmal was ganz anderes, so hier zum Beispiel. Ein Zug von ihm hier wäre natürlich auch unangenehm. Und Nine, er hat eight, seinerseits hier das seven, als gute Option, um six, das five, auszubauen oder hier mal da four, und dann den three, Kampf zu machen. two. Also spiele ich selber mal hier, wenn er da eh nicht genau weiß, vielleicht. Also ich wüsste da nicht, welche von den beiden Optionen ich wählen würde. Ja. Nine, Jetzt da. eight, seven, six, five, four, three, two, one. Machen wir mal. Ich habe irgendwie schon zu lange wirklich nicht mal selbst gespielt. Ah, keine Ahnung. Was wird das hier? Bin ich überhaupt richtig im Bild? Ein bisschen oben raus, ne? So, naja. So, jetzt wollte ich gerade auf OBS klicken, statt den Zug hier zu machen. Das wäre nicht schlau gewesen. Last Byo-Yomi. So, er ist jetzt auch im Byo-Yomi. So kann man jetzt hier sogar umbiegen. Ja, ist glaube ich kein Grund für da, ne? So, er spielt den, ja. Jetzt habe ich natürlich überall hier Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt hier spiele, ist das immer noch schwach hier dann gegebenenfalls. Also spiele ich mal hier und habe danach entweder hier eine schöne Fortsetzung oder wenn er hier spielt, müsste das eigentlich stabil genug sein, um Tinuki spielen zu können. Nine, eight, seven, Was man bei six, den five, Achtern-Partien immer wieder four. die ja, Bedingungen, so Bedenkzeit, Byo-Yomi und so weiter, alles genau aushandeln muss, muss ich mich auch erst wieder dran gewöhnen. So, hier jetzt strecken. Dann kriegt er ja hier einen zu Nine, guten Angriff auf eight, meine Gruppe, glaube seven. ich. Wenn ich Six, hier spiele und er five, springt raus, dann ist das four, auch wieder alles three, irgendwie komisch. two. Ich spiele mal hier, Gegenangriff. Ja. Oh je. Treppe läuft auch nicht für mich, oder?
Okay. Jetzt sofort ein Co. spielen, bringt das viel? Nee, ne? Also erstmal irgendwie hier raus, oder? Der ist eventuell noch ein bisschen unangenehm. Aber dann kann ich ja erstmal hier spielen. Und wenn er hier durchstreckt, strecke ich einfach mit durch und opfere die Steine, ne? Und so richtig geopfert sind die ja auch noch nicht. Weil hier hoffentlich noch ein bisschen Argy ist. Spielen wir das jetzt? Wir spielen das jetzt. Wenn er jetzt den spielt, ist das eine Konung für mich? Kann er dann hier spielen? Ich spiele da, er spielt das Atari. Ne? Das wäre gar nicht schön. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber ich kann ja hier dann zumachen, es ist hoffentlich gut genug. Dann hat er hier 10, 20 Punkte, 25 Punkte, Komi 30. Das ist schon viel. 9, 8, 7, 6. Viel zu viel vermutlich. Ja, das hat jetzt erstmal nichts gebracht, ne? Ja, machen wir das halt so. Und decken hier. Wird schon nicht völlig kaputt sein, die Partie, oder? Klar, ist groß, aber 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja, Gummi. Sind sogar 7,5. Na gut. Sind es halt gut 32 Punkte, dann kriegt er hier nochmal 18, 40 und hier nochmal 10. Sind dann noch ein paar mehr, ne? Da kriegt er jetzt nochmal 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, einfach decken oder irgendwie hier was spielen und dann die zwei Steine, drei Steine verkaufen. Nee, wir decken einfach mal. Ich hoffe, der Abtausch der gegen den war okay für mich. Sicher bin ich da aber auch nicht. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kann man bestimmt. Stimmt noch spielen. Jetzt will er da aber ein bisschen zu viel, finde ich. Jetzt will er da meiner Meinung nach aber ein bisschen zu viel. Wie spielen wir das denn jetzt? So, so, so. 9, 8, 7. Erstmal da. Und dann hier, falls er mich dazu kommen lässt. Spielt er jetzt hier einfach und sagt, das war ein schönes Gekashi. Vielleicht. Oder hier. 9, 8, 7. Dann kann ich 6, umbiegen, wenn er schneidet. 5, 4, 3, 2. Weiß ich zwar nicht, aber. So. Okay. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Und da spielt. Spiele ich hier, da und da. Einfach Punkte nehmen. Nine, eight,
Dann könnte es hier aber wirklich kritisch werden. Er spielt das vorher so, okay. So. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Oh, wow. Was wird das denn jetzt? Da? Und dann kann ich hier nicht schneiden, sagt er. Das hier irgendwie droht, mich kaputt zu machen, ne? Kann sein. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Er spielt sogar direkt da. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ist nur eine Biyomi-Phase, ne? Verdammt. Ja, jetzt muss ich hier raus und hoffen, dass da nicht mehr kaputt geht, als ich ihm hier kaputt machen kann. Das ist ein ziemlich gewagtes Spiel, glaube ich. Ziemlich gewagte Wette. So, was haben wir denn jetzt hier? Den erstmal. Dann gehen mir, glaube ich, ziemlich schnell die Optionen aus. Nein. Ich die nicht kriege. 7, 6, 5, 4, 3. Aber vielleicht kriege ich sie ja. Erstmal da rein. Also, piepen. Na, da spielt, muss ich hier sowas spielen. Na, wenn er den zuerst spielt, dann könnte das schon fast lebendige Form sein. Wenn er das spielt. Dann verdammt. Nein. Eight. Seven, six, five, four, three, two, one. Nee. So kommt der, na, da hier wieder einen Ausweg. Das will ich eigentlich auch nicht zulassen. Müsste jetzt hier spielen, aber das funktioniert nicht, ne? Ja gut, dann wird das ja eine ziemlich schnelle Partie. Vielleicht kann ich mir danach dann ein bisschen Zeit bei der Analyse gönnen. Wahrscheinlich Nein. war das irgendwie hier vielleicht doch der falsche Ansatz. So rum spielt er das. Da. Dann kommt er auch hier oben durch, ne? 9, 8, 7, 6, 5. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, er spielt den hier und dann habe ich ein Problem, ihn da auf ein Auge zu reduzieren. Eben wegen dieser komischen vielen Schwächen, die ich außen auch noch habe. Aber jetzt spielt er das so. Und dann wird das auch ein Problem für mich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ja. 4, 3, 2, 1. Ja, so geht das auch nicht. Jetzt lebt er da ja. Okay, kann ich aufgeben schon. Wie versprochen. Vielen Dank für die Partie. Es war ja mal ein kurzes Vergnügen. Und auch gar nicht so vergnüglich, ehrlich gesagt. Naja. Was ist denn hier schiefgelaufen? Erstens war der wahrscheinlich zu wischiwaschi. Wenn, dann vielleicht er hier. Dann habe ich ihm direkt ein bisschen was auf die Augen. Klar, die Gruppe kommt dann raus. Aber ich bin hier vielleicht auch erstmal einigermaßen sicher. Und kann dann vielleicht ja, selber irgendwas hier machen. Ja, und dann haben wir halt überall viele, viele schwache Gruppen. Und eher einfach zu viele Punkte mit der Ecke hier oben. Ne? Wie sieht es denn jetzt hier aus? Habe ich hier auch einen Estimator? Weiß plus 3,5. Ja, ist ja gar nicht so viel. Wäre also vielleicht wirklich eine Option gewesen, so zu spielen. So, da. Der war auch korrekt. Super. Alternativen gibt es keine. Den allerbesten Zug gefunden. Gut. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich hier den spiele. Dann war das wohl gut, dass ich das nicht gemacht habe. So, er geht in die Ecke. Auch auf der Seite blocken ist korrekt. Schön. So, ich spiele jetzt den statt dieses Zuges. Ja, das wird mir immer zu kompliziert, aber das wäre dann wahrscheinlich aus Gleiche rausgekommen. Und jetzt hätte ich hier sofort weiter strecken sollen. Okay, was wäre dann passiert? Er streckt nochmal, ich strecke nochmal und der spielt dann nach da unten weiter. Okay. Spielt dann gar nicht mal hier. Das ist kein großer Zug. Wie viel schlechter ist der? 0,2, 0,1 schlechter. Wenn länger analysiert wird, naja. Der ist plus 0,1, der ist 0,0. Okay. Na, ich hätte den halt irgendwie unangenehm gefunden, weil die Gruppe dann ein bisschen schwächer wird, aber das muss man dann wahrscheinlich aushalten können. Hier auf der Seite weiterspielen und das Mojo größer machen. Ist für Schwarz dann ja auch interessant irgendwie. Sehe ich ja auch ein, dass das dann ein schöner Zug ist. Aber mir wäre wohl, glaube ich, nicht wohl dabei gewesen, auf der Seite Tenuki zu spielen. Ja, okay. Nächstes Mal vielleicht. Er spielt den, ich spiele da unten weiter. Das war jetzt der erste tatsächliche Fehler, würde ich mal sagen. Da sollte man dann immer noch hier spielen. Okay. Und dann irgendwie sowas. Ja, sieht ja auch nicht verkehrt aus. So, jetzt liegt Weiß doch schon 1,5 Punkte fast vorne. Da soll man dann jetzt die Punkte nehmen. So. Recken war auch okay, aber man hätte auch umbiegen können. Naja. So. Er spielt da. Das war jetzt der zweite, die zweite Ungenauigkeit. Minus 0,8. Hier spielen. Okay, ich hatte überlegt, vielleicht nur den zu spielen, aber der wäre genauso schlecht gewesen wahrscheinlich. Ne? Minus wie viel? Der? 0,7. Ja, aber oder auch 0,8 jetzt. Aber irgendwas dafür tun, ja. Und wenn hier spielen, dann lieber was ganz Solides. Naja. Aber am besten rausspringen. Weiß springt dann auch raus und dann kann ich da unten irgendwie spielen. Na gut. So, da, er geht da rein und das war die dritte Ungenauigkeit. Alles keine groben Patzer, noch nicht. Die kommen gleich bestimmt. Aber sei es drum. So, jetzt kam ja der interessante Kampf hier oben rausziehen. Erstmal auf jeden Fall okay. Da, dann das einmal umbiegen, auch okay. Jetzt eventuell schon mal hier die Frage stellen. Ja, das wäre natürlich schlauer gewesen. Na, wenn er jetzt hier die drei Steine fängt, also den einen Stein erstmal, dann kann ich halt hier fangen und habe die geopfert. Dafür bin ich halt hier oben an dem Rand sicher. Ja,
Okay, das ist mir zwar auch schon öfters untergekommen und die Idee hätte ich auch irgendwann mal haben können, nur in der Partie ist sie mir gerade nicht gekommen, leider. So, jetzt ist auch besser, da zu spielen. Doch einfach erstmal alles retten hier. Und die drei Steine sehen dann halt ziemlich verloren aus. Aber wenn ich das hier dafür einigermaßen groß kriege, geht's anscheinend noch. So, er geht jetzt hier durch, aber das war auch ein Fehler und dann bin ich schon wieder im Spiel. Ich hätte nur jetzt sofort da spielen sollen. Ja klar. So. Wenn er jetzt hier rauszieht, kann ich nochmal schieben. Kann aber auch sofort hier spielen. So. So. Wenn er dann wie in der Partie spielt, so. Dann so, okay. Er spielt hier. Ich decke dann hier, okay. Wird das dann ein Weg hier oder was? Was haben wir denn hier jetzt? Ich komme da raus, okay. Oder ist das vielleicht sogar für mich gewonnen? Oder Co, ne? Co wird's vermutlich. Er spielt dann erstmal da. Und wenn ich hier spiele, dann sollte es für mich gewonnen sein, ne? Also das ist jetzt zwar ein schlechter Zug, aber das Semi-Ei gucken wir uns jetzt gerade mal an. Wenn er dann hier spielt, muss ich hier spielen, er kann da spielen, ich spiele hier, er spielt da und ich kann dann zuerst seine Steine fangen. Ja, aber das ist gar nicht mehr so groß. Das sind halt 12 Punkte, wenn ich sie rausfange. Und Seki habe ich da ja, glaube ich, mindestens. Weil er das Ko nicht spielen wollen wird, wenn die Steine da plötzlich wieder dann lebendig werden können. Ja, okay, also mal zurück zur Partie. Ich habe dann hier irgendwie das Ko angefangen. Wenn ich hier spiele und er schlägt, er schlägt nicht. Schlagen wäre schlecht, weil ich dann hier ein schönes Geta irgendwie bekomme, ne? Und halt außen ziemlich stark werde. Er kann hier jetzt nicht irgendwie raus, weil das dann eine Treppe ist. Jo. Okay. Und das Ergebnis war dann im Endeffekt aber gar nicht so tragisch für mich. So. Ich hätte jetzt nochmal hier spielen sollen. Das wollte ich irgendwie nicht, weil er dann da unten rum verbindet, dachte ich. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Dann spiele ich halt hier und das Archie hier ist immer noch da. Er muss dann hier raus. Naja. Das ist ein bisschen diffus, die Stellung. Also ich habe deswegen da gespielt, weil ich dachte, damit könnte ich ihn einsperren. Oder ja, hier ein schönes Quiz kriegen, aber so schön war der halt nicht. Und dann führt er jetzt doch wieder mit den anderthalb Punkten. So, für ihn wäre es ein bisschen besser gewesen, direkt anzulegen. So, und jetzt habe ich halt keine richtig großen Ko-Drohungen. Dann führt er doch schon klar. Wo ist denn jetzt gerade was schiefgelaufen? Ach so, ich hätte das Ko nicht spielen sollen, ne? Weil das dann doch zu schnell die ganzen Möglichkeiten rausnimmt. Ja. Fang kein Ko an, wenn du keine Ko-Drohung hast. Ist wahrscheinlich das, was ich mir daraus mitnehmen sollte. Okay, und jetzt führt er dann halt mit 4,5 Punkten. Jetzt irgendwie decken, ja. Gut, er hat jetzt da gepiept und das war nicht so gut. Er hätte hier spielen sollen, ja. Und mein Zug war richtig, super. Dann sind es nur noch 3,5. So, und jetzt kommen wir langsam dann zu der endgültigen Entscheidung hier unten. Da unten zu spielen war okay. Da decken war auch okay. Da anlegen war nicht gut. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich hier spielen soll. Aber mir war nicht klar, wie es dann weitergeht, wenn er da unten. Ach so. So, und dann spielt er hier. Warum spielt er nicht hier? So, ich kann ihn ja nicht einsperren. Habe ich jetzt hier irgendwie einen guten Angriff? Ne, dann soll ich da einfach decken. Und sagen, gut, die Gruppe ist erstmal nur schwer und macht nichts. Gut, ein klarer Gewinn ist es natürlich nicht. Aber die Partie wäre dann doch wieder sehr eng.
Also runterziehen, ja, war halt zu Slack. Da und da habe ich halt kurz drüber nachgedacht, aber konnte mich nicht dazu durchringen. Wenn ich da noch irgendwie 10 Minuten auf der Uhr gehabt hätte, die ich nie drauf hatte, hätte man da vielleicht wirklich mal etwas länger nachdenken dürfen. Aber, tja. Ja, normalerweise ist das zu Slack, aber das andere habe ich mich halt nicht getraut. Habe ich halt wegen Feigheit verloren. So, er geht jetzt da rein. Das hatte mir dann allerdings den Nachteil sozusagen zurückgegeben oder annulliert. Jetzt hätte ich aber doch erstmal hier raus sollen. Bevor ich mir hier auf der Seite zu viele Defekte einbaue. Der war allerdings ganz schlecht. Jetzt steht es plötzlich wieder ausgeglichen. Oi. Ich habe an dem hier auch überlegt. Ich dachte, dann kann ich nicht so spielen, aber ich muss ja gar nicht da spielen. Ich spiele dann ja irgendwie ja was Vernünftiges. Da hätte ich wirklich mal... Also da wäre ich mit mehr Zeit, denke ich, sicherlich drauf gekommen. Und es ist allerdings andererseits auch so banal, dass ich da auch mit wenig Zeit hätte drauf kommen müssen. Ich habe ja an dem zu kurz überlegt. Oder war das erst danach? Ich meine, nach dem hier und seinem Decken, da geht das halt nicht mehr, weil er dann hier beliebig Schnitte hat und so, kann dann entweder den Stein hier fangen oder danach dann halt hier durchsäbeln und den fangen. Und dann habe ich halt hier gespielt. Ich hätte aber auch fest decken können und dann einfach sagen, okay, du kannst hier raus, ich lebe aber auch irgendwie. So sogar. Naja. Okay, irgendwie sowas in der Art und die Partie wäre völlig offen gewesen. Ah. Gut, der war ein bisschen übertrieben vielleicht. Er spielt dann da. Ich gehe dann hier raus. Führe tatsächlich jetzt aber mit 2,5 Punkten. Was hätte er statt dieses Zuges machen sollen? Erstmal da schneiden. Ah, genau. Erstmal hier mich dazu zwingen, hier zu spielen. Und dann daraus, ne? Ja gut, aber die Partie ist tatsächlich hier noch spielbar. Nach 75 Zügen gegen einen Ex-Neunter. Das ist doch mal... das Positive, wenn ich was Positives aus dieser Partie mitnehmen kann. Gut, er hat da gespielt und ich führe sogar. Yay. Aber jetzt hätte ich einfach hier erstmal decken sollen, weil die Gruppe ja auch gar nicht so unbedingt darauf angewiesen ist, seine zu töten. Wenn ich hier spiele, er spielt irgendwas, um seine Gruppe hier zum Leben zu bringen. Ich hatte eigentlich mit sowas dann gerechnet oder irgendwie hier vielleicht. Der beste Zug wäre aber einfach rausspringen. Aber mit dem einen Zug hier lebe ich ja schon sicher. Ja. Okay, dann ist es jetzt hier endgültig wahrscheinlich entglitten. Er schneidet halt hier und ich habe versucht, seine Gruppe umzubringen. Da hätte ich das aber doch mit dem machen sollen. So kann man die töten. Oh. Ja, der Zug ist natürlich interessant hier, weil selbst wenn er so spielt, kann ich damit noch das Auge und Nächt machen. Aber er würde dann halt erstmal irgendwie mit seiner Truppe rauslaufen. Ne? Das sieht ein bisschen nach sehr komischer Form aus, aber wenn KI sagt, das ist der Beste, okay. Ich hätte halt dann wahrscheinlich sowas als Weißer versucht. Ja, und als Schwarz dann eben so weiter angegriffen. Ja, und mit dem Angriff, wenn ich hier genug Stärke kriege, na gut, ich habe hier zu viele Probleme. Also die kann ich nicht mehr wirklich angreifen. Aber das hier ist schon mal schönes Gebiet geworden, wenn die Gruppe dann auch sicher ist. Da muss man mal sehen, wie man irgendwann da weiterspielt. Also ich habe jetzt aber in der Ecke gespielt. Und dann führt Weiß doch, aber der Zug ist nicht gut. Da habe ich jetzt immer noch eine Führung, yay. Er spielt da und jetzt habe ich die Partie verloren, glaube ich. Hiernach war es dann sehr schnell vorbei. Einfach hier spielen,
seine Gruppe zur Not leben lassen. Das ist ein Zug. Moment. Okay, letztendlich aber dann doch hier. Ich hätte gerne immer mal den gespielt, aber das wäre wahrscheinlich nicht gegangen hier, oder? Ja, jetzt habe ich hier nämlich ein Problem. Wenn ich hier decke, geht das hier wieder da und dann das Atari. Wenn ich hier spiele... Echt? Das kann man machen? Und dann? Na gut, letztendlich lebt er aber doch hier, ne? So ist Sente. Dann macht er hier seine zwei Augen. Und damit führt er dann auch klar genug. Also das hat er hier dann alles kaputt gemacht und 7,5 Punkte. Geht eigentlich schon nichts mehr, ne? Verliert jetzt alles nur noch Punkte. Das ist der beste Zug, verliert aber 1,3 Punkte. Naja, gut, sei es drum. Aber die Partie wäre noch gar nicht so kaputt gewesen, wie sie dann wenig später tatsächlich war. So, er spielt da. Wenn ich jetzt hier spiele. Und dann da, okay. Und dann spielt er hier. Und dann decke ich da, okay. Aber dann dachte ich, verbindet er ja einfach. Oh. Dann kann ich einfach so leben lassen. Ja gut, nee, aber Weiß führt auch mit 7 Punkten. Gomi ungefähr halt. Ja, dann war es spätestens mit dem Zug hier vorbei. Der war auch schon komisch. Wenn ich hier gespielt hätte, stünde Weiß zwar auch okay, aber naja. So, das war ein klarer Fehler. Da hatte ich nochmal eine Chance. So. Einfach decken. Er spielt dann da. Jetzt kann ich hier spielen. So und trennen. Er lebt. Und ich kann jetzt hier oben weiterspielen. Ist die Partie tatsächlich noch ausgeglichen? Also mir wäre das eigentlich dann deutlich zu wenig gewesen. Klar, hier habe ich jetzt schön Einfluss bekommen. Die zwei Steine sind vielleicht eher Gebiet für mich. Wenn ich hier jetzt lebe, dann hat er halt seine 25 Punkte hier. 5 Punkte hier, macht 30. Hier nochmal irgendwie 10. Macht 40. Und dann alle Reste hier und Komi sind vielleicht nochmal 20 Punkte. Wenn ich dann hier 10 habe, hier 10, hier 15. Na, sagen wir mal hier 5. Hier 15, hier 10 sind 30. Dann habe ich hier nochmal 10. Stärke für nochmal 10 sind auch schon 50. Und wenn ich hier jetzt irgendwie mit 10 Punkten leben würde, wäre ja alles okay. Aber ich sehe das eigentlich nicht. Oder vielleicht bin ich auch zu pessimistisch. Gut. Hatte ich ja tatsächlich mehr Chancen, als ich dachte, dass ich während der Partie, also als ich während der Partie dachte, dass ich gehabt hätte, muss halt immer noch ein bisschen ruhiger bleiben, habe ich das Gefühl. Fällt mir so schwer gegen vermeintlich starke Gegner. Nach so, ja, offensichtlichen Misserfolgen, die aber gar nicht so tragisch waren. Und dann doch noch einigermaßen cool zu bleiben. Naja. Ja, falls ihr sagen wollt, hier Kopf hoch, FJ, das wird schon, dann zeigt mir das mit einem Daumen hoch. Abonniert aber auch gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt Kommentare. Das freut mich immer alles. Und hält meine Motivation hoch, die jetzt wahrscheinlich auch häufiger kommende Niederlagen ja, mit Würde zu nehmen, zu tragen. ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.